Genau wie Sie gesagt haben, was Sie eigentlich beim Mängel haben, auf regionaler Ebene, mit Kontakt, die finden wir im Nahostkonflikt, die finden wir im Ukraine-Konflikt, was immer vernünftig ist, weil alle Gruppen Länder miteinander reden und reden ist ja gut, da stimmen wir in der Opposition soweit gut. Aber der jetzige Fall ist doch, wenn man immer wieder, weil einige die Idee ja so schön finden, und fangen ja gerne, bindet man die UN ein und dann redet da einer mit, der gar nicht irgendwie direkt involviert ist, also China auch im westlichen Konflikt oder so, hat man sich, könnte das wichtig sein oder nicht, da kommt jemand mit, hatte ein Interesse, hat halt ein Interesse und dieses Spiel wird vom unabhängigen Spieler, was da, oder unabhängigen Mitglieder, was die da vertreten, ist zwar schön, der käme aber vom Mars, das ist in der UN drin, da sind ja die ganzen Akteure ja mehr oder weniger beteiligt, mit ihren eigenen Interessen, wie die erste Regierung gesagt hat, und deswegen, es gibt nicht diesen unabhängigen Spieler und auch die UN ist nicht dieser unabhängige Spieler, die UN ist vielleicht eine schöne Idee, aber was wir ja schon gezeigt haben, sobald diese Idee irgendwie Strukturen herausbildet, die letztendlich dann auch zur Entscheidung führt, dann ist es schon wichtig, wie diese Entscheidung haben, ob es schlechter aussieht, Entscheidung, sind alle zufrieden, einverstanden mit der Entscheidung, das ist vielleicht gar nicht so notwendig, aber finden alle diese Entscheidung legitim. Und inzwischen sind wir in einer Welt, in der viele wichtige Spieler, die es früher gar nicht gab, als Spiele oder auch als neue Konstrukte, nicht mehr berücksichtigt werden. Und wenn sie nicht berücksichtigt werden, obwohl über sie entschieden und gerichtet wird, in den globalsten, wichtigsten Fragen, nicht irgendwelche Partikularfragen, die wichtig sind, zum Beispiel Green, das ist ein gutes Beispiel, das wurde aber mehr von der NGO aus der Welt gemacht als Green. Aber wenn es in den globalen Fragen von Krieg und Frieden geht, also die wirklich alle in unserer multipolaren Welt treffen, mit den neuen Spielern, mit den neuen Konstrukten wie die EU, dürfen die nicht mitspielen, weil wer kann das sagen? Das ist der Zweite Weltkrieg. Deswegen machen wir mal einen Vergleich. Schaut euch an, schaut nach links, schaut weg, ihr fühlt euch alle gleichberechtigt, ihr verschwindet für eure Clubs. Alles schön und gut und hat alle gleiche Rechte. Die Generalversammlung stimmt auch, wir haben einmal ein Jahr für einen Staat schöne Reden halten, also ein bisschen Politik für Folklore, hat aber nicht viel zu sagen, weil die eigentliche Entscheidung macht es der UN-Sicherheitsrat und dann sitzt da sagen wir Julian oder die EU wieder noch ein Arbeiter und die hat dann die Macht, warum? Weil sie ein bisschen länger drin sitzen und mal Erfolg haben. Das ist dann irgendwie die Situation und das gilt dann bis heute. Jetzt haben wir zwischen noch Marvin und so mit ziemlich Erfolg haben oder sich nach oben gearbeitet haben, in der Welt ist das dann Brasilien, Südamerika, Afrika, alles nicht berücksichtigt, aber plötzlich ist es dabei, wie Österreich und Schweiz, das kann ich passieren auch, nein, danke. Aber die berücksichtigen wir nicht, weil wir sagen, nee, wir haben diese alte Ordnung, die funktioniert so wunderbar und gut. Ja. Nein, danke. Und das ist die entscheidende Ordnung. Und das war lange Zeit im ganzen Kalten Krieg sogar auf irgendeine Art vernünftig. Warum? Wir haben eine bipolare Welt und beide Seiten haben gegenseitig gedroht, sich auszulöschen. Und da haben die anderen gesagt, ja, selbst wenn wir ein Anliegen haben, das ist ziemlich egal, wenn die gegenseitig sich ausschließen, sind wir auch mit tot. Deswegen, wir können was sagen, aber sind wir nicht so relevant angesichts der Atombombe, die ja auch ein Legitimationsgrund der Sicherheitsrat zu Verhandlungen war. Aber inzwischen, also so schlimm es in der Ukraine ist, Russland und USA bedrohen sich nicht mehr gegenseitig mit dem nuklearen Tod, die Zeiten sind nicht vorbei. Wir haben immer noch globale Probleme, auch Probleme von Krieg und Frieden, die alle betreffen und nicht mehr in dieser bipolaren Welt, sondern in der heutigen multipolaren Welt. Der Kalte Krieg hat quasi am Ende des Kalten Kriegs hat die UN schon, so wie wir sie kennen, auch so jetzt mal. Dann Globalisierung, multipolare Welt, Internet, Zeit des Terrors, also wirklich Kriegsführung, das ist alles etwas, was diese Strukturen, diese 60 Jahre alten Strukturen der UN gar nicht kennen. Und deswegen ist diese Idee gescheitert, weil die Umsetzung, diese Idee hat sich nicht weiterentwickelt. Diese Idee war mal da, aber hat sich nicht entwickelt. Weil die multipolare Welt ist anders als die bipolare Welt. Inwiefern? Ja. Nein, danke. Inwiefern? In einer multipolaren Welt, die Auswirkungen, die da getroffen werden, die Sanktionsentscheidungen, die Kriegs- und Friedensentscheidungen, betreffen in einer multipolaren Welt,
internationalen Politik herrscht die Anarchie, weil es keinen übergeordneten Hegemon gibt. Nicht. Nein, es gibt keinen übergeordneten Hegemon, eine Schutzmacht, eine Justiz. Dann haben wir gleich erste Ansätze dazu. Die letztendlich reden, wir machen das. Wir haben keine Überstaatlichkeit. Und das reden. Wir haben eine Anarchie und wir versuchen zu kämpfen. Das machen wir eben regional. Das machen wir mit G20. Das machen wir aber nicht mehr mit dem System nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu gucken, wer jetzt gerade gewonnen wird, keine Atombombe. Wir haben die alte Struktur, die alte Idee. Und das Problem ist, wenn sie gescheitert sind, weil sie nicht weiterentwickeln kann. Sie erkennt nicht, dass es neue Pläne gibt, die die gleichen Rechte haben wollen. Wenn man ihr die Rechte versagt, sie an der Legitimationsweite. Die alte Struktur geht von Nationalstaaten aus. Zum Beispiel dieses Clubbeispiel. Die EU ist jetzt kein Club, sondern mehrere. Und die EU ist ja nicht nur ein Nationalstaat, sondern mehrere. Das kennt die UN nicht. Das ist die Vereinigung von Nationalstaaten und übernationalen Strukturen, die sie jetzt rausgebildet haben. Das ist etwas, womit die UN nicht mehr umgehen kann. Das ist die Idee an ihren Enden, an ihren Grenzen. Das Ende, die Ende der Theorie besagt auch, dass wir eine neue Theorie brauchen. Und das ist hier eben auch der Fall. Die Idee ist schön und gut. Sie war lange Zeit wichtig und mächtig in der bipolaren Welt. Aber in der multipolaren Welt viel mehr Auswirkungen, viel mehr Player, die ein rechtliches Interesse daran hat, gehört zu werden und auch eine legitime Entscheidung mitzuentscheiden. Deswegen ist die Idee gescheitert und deswegen für die